Ja, hier ein kleines Übersichtsvideo über Sunbird, ein Kalenderprogramm. Wird zwar nicht mehr weiterentwickelt, man kann es aber trotzdem benutzen. Es ist auf eurer digitalen Schultasche drauf und hier jetzt mal ein kleiner Überblick. Man kann hier die Ansicht entsprechend umstellen. Standardmäßig ist hier die Monatsansicht eingestellt, eine mehrwöchige Ansicht, Wochenansicht, Tagesansicht. Je nachdem, was man hier braucht, welche Übersicht man hier gerne haben möchte. Wenn man hier einen neuen Termin eingeben möchte, hier einfach doppelt draufklicken oder hier in diesem Bereich neuer Termin, das wäre auch möglich. Ja, wie funktioniert das? Ich gebe dem Termin einen Titel. Ich kann also hergehen und sagen Wirtschaft, Computerraum, Kategorie, ja, da haben wir dann Kunde ist es auch nicht, Klient, Arbeit einfach, na, lassen wir es mal weg, privat brauchen wir auch nicht, ganztägig ist es auch nicht, so und hier im September ist es natürlich auch noch nicht, sagen wir mal 7. Oktober und zwar von 8 Uhr und zwar bis 10:35 Uhr. Na? Mag er nicht. Doch. Wiederholen tut sich der Termin wöchentlich. Erinnerung kann ich hier auch eingeben. 5 Minuten vorher klingelt hier dann dieser Termin. Und ich kann hier in der Beschreibung dann auch noch eingeben, was erwartet mich da. Also 10 Minuten Abschrift, Abgabe, Projekt, Mappe und so weiter. Was ich noch machen könnte, ist hier Teilnehmer einzuladen. Klicke hier drauf, dann kann ich hier die E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommen die Teilnehmer eine E-Mail, wo dieser Termin drin ist und dann kann ich den entsprechend auch, dann können die den entsprechend auch abspeichern. Okay, dann sage ich speichern und schließen. So, und wo habe ich dann meinen Termin? Im Oktober meine ich. Und zwar hier. Ab hier, man sieht hier dann Wirtschaft um 8 Uhr und hier habe ich das dann täglich. Ich müsste eigentlich hier nochmal hergehen. Machen den Termin nochmal auf. Hier kann ich dann sagen, nur dieses Ereignis bearbeiten oder alle. Ich sage mal alle. Und hier kann man auch sagen, Benutzer definiert, weil dieser Termin ist zwar wöchentlich, aber natürlich nicht bis in alle ewige Zeiten. Und darum kann man hier sagen, kein Enddatum oder 5 Termine oder wiederholen bis zum, ja, mal zum 28. Okay, speichern, schließen. Also, dann habe ich hier nur diese 4 Termine drin und gehen dann nicht ewig weiter. So, wenn ich jetzt mir diesen Tag aufrufe, Tagesansicht, also 7. Oktober, dann habe ich hier diesen Termin nochmal als Balken dargestellt von 8 Uhr bis 10:35 Uhr. In der Woche sieht es dann so aus, mehrwöchig, sieht es hier entsprechend so aus. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich möchte das Programm nicht mehr verwenden? Was gibt es denn da Neues? Aktualisieren kann ich es auch nicht. Ich habe jetzt hier den Thunderbird auf und Thunderbird hat ein Add-on, nämlich ein Kalendertool. Und hier ist praktisch diese aktuelle Sunbird-Version integriert. Und über ein Add-on, also unter Extras, Add-ons, da kann ich dann Lightning installieren und das ist dann praktisch der Kalender für Thunderbird, der früher Sunbird war und das hier sich dann entsprechend integriert hat. Funktionieren tut es genauso. Ich kann also sagen, Termin hinzufügen, neuer Termin,
was für eine Kategorie das ist, wann der beginnt, wann der endet, auch die Uhrzeit dazu, ob es sich wiederholt. Hier haben wir wieder die benutzerdefinierte Funktion, wann dieser Termin dann in der Wiederholung enden soll. Oder soll der Termin einen Alarm bekommen? Und hier kann man noch entsprechend eine Beschreibung des Termins eingeben. Und hier könnte ich sogar noch Teilnehmer einladen. Hier sieht man auch, hier ist es im Unterschied zu vorher, bin ich hier der Besitzer dieses Termins. Und hier kann ich jetzt noch weitere E-Mail-Adressen einfügen und dann entsprechend die Teilnehmer einladen. Gut, das war's soweit in der Übersicht. Dann viel Spaß beim Planen.